Also mit Musik angefangen habe ich ziemlich früh, schon mit 3 Jahren war ich quasi begleitend zum Kindergarten in so einer Trommelgruppe und habe das mit sehr viel Enthusiasmus gemacht und dann ging es quasi klassisch musikschulmäßig weiter mit Blockflöte und dann war eben mit 9 Jahren die Frage, was mache ich als nächstes? Und ich mochte meinen Blockflötenlehrer super gerne und der war auch der Fagottlehrer von der Musikschule und dann bin ich zu Fagott gewechselt. Also wirklich entschieden, das zu studieren, habe ich tatsächlich ganz, ganz knapp vor dem Studium. Also ich hatte eigentlich sehr lange spekuliert, Medizin zu studieren und hatte da eigentlich auch schon einen Studienplatz. Und dann habe ich mir aber dann doch überlegt, dass es einfach zu schade wäre, das nie ausprobiert zu haben, Musik zu studieren. Und bin dann zu dem Professor aus Würzburg quasi, der hat bei uns ein Konzert in der Region gegeben. Da habe ich mich ihm vorgestellt und dann hat er gemeint, ja, Aufnahmeprüfungen sind für dieses Jahr leider schon gelaufen, aber ich habe gerade einen neuen Lehrstuhl in Maastricht bekommen und da sind Aufnahmeprüfungen erst im August. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, habe mein erstes Jahr in Maastricht studiert und bin dann nach Würzburg gewechselt. Also es war eher spontan, weil ich mir gedacht habe, ja, probier es auf jeden Fall. Wer weiß, was bei rauskommt. Und ja, es war die richtige Entscheidung, bin dabei geblieben und ja, bereue nichts. Das erste Mal habe ich 2016 bei den Niederrheinischen Symphonikern gespielt, damals noch als Aushilfe für eine Woche bei einer Operngala. Und ich fand direkt die Atmosphäre hier sehr schön. Und jetzt, als die Stelle frei war, letzten Herbst, habe ich natürlich vorgespielt und habe die Stelle auch bekommen. Und jetzt bin ich seit März 2020 der neue Solofagottist bei den Niederrheinischen Symphonikern.